Ghorasana, die furchtbare Stellung, die scheu einflößende Stellung, die Ehrfurcht gebietende Stellung, ist erheblich sanfter, als der Name klingt. Ghora ist auch ein Beiname von Shiva. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gibt die Füße etwa 50 cm weit auseinander. Gib die Hände ganz bequem auf die Knie und die Ellbogen auf die Oberschenkel. Und jetzt senke den Brustkorb und den Kopf, soweit du kannst. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen und atme gleichmäßig ein und aus. Im Grunde genommen ist Ghorasana eine einfache Variante von Paschimottanasana für diejenigen, die nicht ganz so flexibel sind. Aber Ghorasana hat auch seine eigene Schönheit. Weil der Kopf weiter oben ist und Beine ausgestreckt sind, kannst du zum Punkt zwischen den Augenbrauen schauen und das Prana so nach oben ziehen.